Okay. Let's go. Okay. Okay, Amegi, Gleis 5. Alles klar. Einer im Gleisbett. Ein Mann liegt zwischen den Schienen. Ein Notfall für die Männer vom Sicherheitsdienst der Stadtbahn Hannover. Hannover. Bayram Mustafa und Steffen. Warum sehe ich das Emote nicht, was sie da spammt? Muss ich mein Ding neu starten? Hab das gerade mal wieder spontan reingemacht, weil ich Jim erwähnt habe. Und das mal. Das ist süß. Ich zeig's euch hier. Es ist ein Pipo, der Liegestütze, Crunches, Curls mit einer Langhantel und Klimmzüge macht. Keiner nice. Dankeschön. Van Wild. What's happening here? Stadtbahn für Ösi, komm. Ja, Ösi am Ege vor Ort. Ja. Ösi am Ege vor Ort. What the fuck, Alter? Der liegt ja face down im Gleisbett. Haben wir die Freigabe, ins Gleisbett reinzugehen? Ja, Gleis ist gesperrt. Ihr könnt dort rein. Danke. Bayram Mustafa und Stefan Wild wollen den Mann so schnell wie möglich aus den Gleisen bekommen. Hi. Steh mal auf, komm mal runter von den Gleisen. Nee, komm mal hoch. Jetzt? Komm mal hoch. Ja, ist okay. Einmal aufstehen. Einmal rauf aufs Gleis. Hoch. Warum lag der da? So. Hast du die Schuhe? Der Mann scheint unverletzt, wirkt aber betrunken. Wer sind Sie? Was ist los? Warum liegen Sie in den Gleisen? Komm mal her. So, und jetzt rutscht noch mal ein Stück nach hinten. Komm mal rein. So, und jetzt kannst du wieder hinsetzen. Wie viel hast du getrunken heute Abend? Genug. Du hast gerade da unten in den Schienen gelegen. Stadtbahn für Ösi, komm. Warum hast du da gelegen? Ich höre. Ja, warum hat er da gelegen? Gute Frage. Wir sind in Hannover, Chat. Entfernt, der Verkehr kann wieder aufgenommen werden. Ja, wunderbar, vielen Dank. Ja, also das ist war eine sehr eine gefährliche Situation. Hätte auch komplett anders, hier was anderes passieren können, dass hier eine Bahn einfach hier reinfährt und den Herrn überfahren hätte, weil er ist auch dunkel gekleidet, schwer zu sehen für einen Bahnfahrer. Die Polizei nimmt ihn mit auf die Wache. Warum er dort lag, das verrät der Mann nicht. Für Bayram Mustafa ist das schon der zweite Fall in diesem Monat. Wo sind wir da? Alexanderplatz oder so? Da unten und habe mit dem quasi gerungen, dass ich den halt fixieren kann und rausholen kann. Und dann gucke ich hoch, die Anzeigetafel wird mir angezeigt, dass die Bahn einfährt. Und halt nur auf Zuruf der Fahrgäste wurde dieser Nothalt getätigt. Und somit konnten wir dann halt quasi diese Person rausholen. Und dann traf auch die Polizei ein und mit den vereinten Kräften konnten wir diese Person fixieren, weil die war wirklich hochaggressiv. Und somit konnten wir dann halt Handfesseln anlegen und ich hatte überall Schürfwunden. Und so, wir sind nicht am Alexanderplatz, wir sind am natürlich, wenn man sowas hört. AEGDN-Torplatz. Ah, beim AGN-Torplatz, natürlich. Und sieht natürlich nach zwei Wochen wieder, sag ich mal, ist es nicht schön und da geht einem sehr viel durch den Kopf. Ne? Wichtig für die beiden, die Bahnen können wieder fahren. Jawohl. Ein Freitag, zwei Wochen später, kurz vor 11. Für ihn beginnt jetzt die Nachtschicht. Stadtbahnfahrer Florian Hille. Moinsen. Wie kommt das, dass wieder so viele Leute urplötzlich aus Hannover kommen, wenn wir uns eine Dokumentation um 23 Uhr unter der Woche anschauen über Hannover? Ich finde es immer faszinierend irgendwie. Hallo Hannoveraner. Wenn ich das nächste Mal in Hannover bin, poste ich auf Twitter, okay? Treffen uns an der Tanke. Ja. Trinken wir einen. Dann fahre ich weiter. Ruhig. Bis jetzt ruhig. Das ist schön. Florian Hille weiß, dass das selten so bleibt.
Er fährt seit 5 Jahren Stadtbahn in Hannover. Fast nur Spät- und Nachtschichten. Nice. Nice Trip, machen wir. Ja, besonders bei der Nachtschicht ist halt eben, dass man weniger sieht, dadurch, dass es ja dunkel ist. Ah, nachts man dunkel. Man erkennt Gefahren teilweise später. Dann kommt es halt eben auch dazu, dass man halt eben nachts viele partylustige Leute hat, die halt eben eine Stadtbahn oder Autos nicht mehr richtig einschätzen. Florian Hille steuert 80 Tonnen Gesamtgewicht durch die Nacht. Und die stehen bei einer Vollbremsung erst nach 10 bis 12 Sekunden. Wow. Links verriegelt, rechts entriegelt, offen. Es ist eben was die ganz Türen? Anderes als Autofahren. Mit Autofahren, da weiß man immer so, oh, da kommt gleich eine gebremsliche Situation. Ich tritt mal schnell auf die Bremse, ich weiche eventuell mal aus. Das geht hier nicht. Also hier kann ich zwar bremsen, aber mein Bremsweg ist elend lang. Und ausweichen geht ja nicht, weil ich schienengebunden bin. Und ich kann nur da lang fahren, wo halt eben die Schienen auch liegen. Und das macht diesen Job so interessant. Halt eben. Man muss halt eben sehr viel vorausschauend fahren, sehr weit nach vorne gucken. Und so ein bisschen die Menschen lesen können, damit man weiß, was die eventuell als nächstes machen und man halt eben dann rechtzeitig eingreifen kann. Also zum Beispiel nach rechts oder links ausweichen, ne? Das ist ein unserer Unfallschwerpunkte. Ah, Moment. Da sieht man jetzt vorne das Blinklicht, das Gelbe. Das sagt den Autofahrern, da kommen wir jetzt als Stadtbahn. Der macht jetzt schon den Blinker an. Aber jetzt was ich damit sagen möchte, ist, wenn du in eine Stadtbahn fährst, dann gibt es ja nur eine Reaktion. Die Bremse drücken. Es gibt keine andere Möglichkeit, oder? Kannst du nur bremsen. Die Frage, ob er bremst oder nicht. Er bremst nicht, er fährt einfach rum. Und das hat man eben ganz häufig. Und das hat man auch in Situationen, da machen die das erst kurz vor einem. Das ist halt eben immer das große Problem. Gas geben. Die Autofahrer sehen ja, gute Idee, Chat. Meistens nicht. Auch bei ihm kam... Wenn er nur genug Gas gibt, dann kann er das Objekt einfach von den Schienen wegfahren und weiterfahren. Ist da schon zu Unfällen. Zum Glück nur mit Blechschaden. Steigen wir im Triebwagen ein. Ja. Da war ein Herr, der die Maske nicht auf hatte und dann Alkohol konsumiert. Bayram Mustafa und Stefan Wild vom Sicherheitsdienst der Stadtbahn sind auf Zugstreife. Hallo, bitte Füße runternehmen. Kein Alkohol, keine Drogen, Maskenpflicht. Sie müssen dafür sorgen, dass sich alle daran halten. Wunderschönen guten Abend. Darf ich Sie freundlich darauf hinweisen, dass in den Stationen und in den Bahnen das Konsumieren von Alkohol nicht erlaubt ist? Okay? Sorry. Alles gut. No? Kommen Sie gut nach Hause. Alles schön, aber wie gesagt, ist leider nicht gestattet und da müssen wir uns alle dran halten. Okay? Schönen Abend noch. Oh, dann gibt's ja, nicht immer sind die Fahrgäste so einsichtig. Dann können die beiden Hausverbote erteilen. Kommt es in der Bahn oder auf den Bahnsteigen zu Schlägereien, müssen sie sofort eingreifen. Schlagstock, Pfeffergel und Handschellen haben sie dabei. Gel? Immer wieder gibt's auch Kritik am Sicherheitsdienst der Stadtbahn, dass er zu viel durchgreift oder auch zu wenig. Guten Abend. Ich habe immer das Gefühl, Chat, dass diese ganzen Sicherheits- und auch Ordnungsdienstmenschen immer super disrespected werden. Aber vielleicht ist das subjektiv. Sie müssen... Nee, danke. Sie müssen bitte die FFP-Maske tragen, ne? Weiß ich doch. So, aber eben gerade... Ja, aber da hier Maskenpflicht ist, das Essen ist nur draußen gestattet. Okay? Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Danke. Bayram Mustafa. Okay, Chat, ich habe da... Bei den Typen, Chat, habe ich übrigens crazy Dozentenenergie, spüre ich. So wie er redet und reagiert. So war mein Experimentalphysik-Professor drauf. War ist Vater von 4 Kindern. Eine große Motivation. Ja, das war Mathematikprofessor. Ja, das kommt schon gut hin, Mann. Damit auch die sicher unterwegs sind, sagt er. Die 10 am Bahnhof. Ein Schläfer in einer Bahn. Alles klar, machen wir. Chat, erzähl mir vom letzten Mal, wo du in einem öffentlichen Verkehrsmittel eingeschlafen bist. Ich bin das letzte Mal eingeschlafen. 10 Flugzeuge? Nee, im Nachtbus. Kein ungefährlicher Auftrag. Wir achten erstmal drauf, ob irgendwas wirklich sag ich mal, rumliegt. Nie? Wie Flaschen, spitze Gegenstände, wie ein Schraubenzieher, ein Messer, was uns alles gefährlich werden kann. Weil Gott ist leider manchmal die Leute erschrecken, wenn man sie wach macht. Also wenn man die jetzt, sag ich mal,
7:30 Uhr morgens, 2 Stunden von zu Hause entfernt aufgewacht. Basiert, Bruder. Nice. Anstupst oder sowas, dann schrecken sie auf. Und kann manchmal passieren, dass sie dann danach greifen und dann halt damit zustechen oder zuhauen, wie auch immer. Und das ist das allererste, worauf wir achten. Ne? Und dann versuchen wir, die Person wach zu machen. Wenn nicht, dann gibt es so gewisse Druckpunkte. Also generell hier hinterm Ohr gibt es so einen bestimmten Schmerzreiz, wenn man da reindrückt. Ja, das ist unangenehm wie Sau. Das ist sehr unangenehmes Drücken den Passanten, also den Leuten gegenüber. Ja, was auch super unangenehm ist, Chat, kennt ihr das? Wenn ihr quasi eure Schulter habt, hier so wie ich, ne? Und dann quasi hier über mein Klavikula reingeht, mit dem Finger dahinter geht und dann diesen Nerv drückt. Wisst ihr, was ich meine? Versteht das jemand, wo ich gerade reindrücke? Da? Das schmerzt wie Sau, Chat, Alter. Das hat früher immer mein Dad gemacht, um mich zu ärgern. Und ich dann bei ihm. In dieser Bahn soll der Schläfer sein. Oh, ja. Oh, ich glaube, das ist... Ich glaube auch. Sie kennen ihn. Der Mann schläft immer wieder mal in der Bahn. Oh, der hat sich auch richtig gemütlich gemacht. Hallo. Hey. Mach mal auf, du musst aufstehen. Guck mal, der Boss-Cappy. Werd mal wach. Wir helfen dir mal hoch, du musst leider raus. Komm. Dairuko. Hat er da? Maske auf, bitte. Ja. Perfekt. Alles gut. Komm. Einmal ein bisschen frische Luft schnappen, ja? Nur um das einmal kurz klarzustellen, so bin ich noch nie in der Bahn eingepennt wie er. Gehst du kurz nach oben, schnappst du frische Luft für 10 Minuten und dann kannst du zum alten Flughafen fahren, okay? Komm, dabei. Setz mal deine Maske auf. Stadtbahnfahrer Florian Hille ist auf Linie 1 unterwegs, der längsten im Stadtgebiet. Inzwischen mit knapp 3 Minuten Verspätung. Die sind aber eingeplant. Ja, nachts ist es halt eben extrem wichtig, dass wir nicht zu früh fahren, weil wenn Fahrgäste auf den letzten Drücker angelaufen kommen und wir sind jetzt 15 Sekunden zu früh weg und die sehen uns noch wegfahren, dann warten die halt eben eine Stunde, bis die nächste Bahn kommt. Und das ist halt eben nicht kundenfreundlich. Niemals, niemals. So oft, wie ich auf einen Zug zugerannt bin und der die Tür zugemacht hat vor meiner Nase, machen die niemals das und warten auf Leute. Niemals. Niemals. An der zentralen Haltestelle Kröp... Zweimal. Einmal ICE, einmal Regionalexpress. Good. Dortmunder Hauptbahnhof. Treffen 3 Linien aufeinander. Damit alle Nachtschwärmer umsteigen können, sind hier 5 Minuten Halt eingeplant. Wir haben jetzt die Info bekommen, dass eine Linie... Ich habe das Gefühl, Chat, die machen extra die Tür zu. Und dann sitzen die vorne und dann so... Guck mal da. So sind die. ...hier einen Vorfall hatte und deshalb etwas verspätet ist. Und jetzt müssen wir halt eben abwarten, bis die Linie 4 eingetroffen ist am Kröpke. Dann können die Fahrgäste, kriegen sie nochmal Zeit zum Umsteigen. Und er wird uns dann nochmal eine neue Uhrzeit geben, zu der wir dann abfahren dürfen. Es kann alles Mögliche sein. Entweder hatte der eine Türstörung oder... Er musste sich um den Fahrgast kümmern, also da weiß man nicht, was da los ist. Es kann alles möglich sein. Kann auch eine Fahrzeugstörung gewesen sein. Manche Fahrgäste müssen nach ihrer Bahnfahrt noch einen Bus bekommen. Chat, sei mal ehrlich. Wurde euch schon mal die Tür zugemacht vor eurer Nase? Mir ist das tatsächlich schon passiert. Ich habe gerade gesehen, dass es ein Skill-Issue sei. Ja? Das nächste Mal halte ich mich an der Bahn fest und fahre einfach außen mit. Gute Idee. Okay, gut. Da ist auch schon mal ein Bus an mir vorbeigefahren, weil ich nicht aufgestanden bin, als der Bus kam. Ich dachte so, ich bleib kurz sitzen, ich schreib was. Da war noch jemand anderes, aber der saß auch. Ist der Bus an mir weitergefahren. Okay. Mit Schrittgeschwindigkeit ein- und ausfahren. Wir haben dort einen Rettungswagen-Einsatz auf dem Bahnsteig. Das war uncool. Ein Rettungswagen-Einsatz auf der Linie 4. Das kann dauern. Auch die Stadtbahnstreife mit Stefan Wild und Bayram Mustafa ist am Kröpke. Immer wieder verabreden sich hier große Gruppen an Jugendlichen. Alle Eingänge zur Stadtbahn müssen frei sein. Wieder ein bekanntes Gesicht. Junge Frau, was soll das? Was weg? Junge Frau, was ist los mit Ihnen? Weg, du Sau, du Sau. Gehen Sie. Allein an der Stimme habe ich das Gefühl, die Person, die... Ah nee, ist Hannover, ist nicht Hamburg. Bitte, lassen Sie die Jugendlichen in Ruhe und gehen Sie bitte. Ich dachte, das wäre die eine Inge da aus der Penny-Doku. Bitte. In die Station brauchen Sie bitte nicht runter. Nee, Sie brauchen da nicht runterfahren. Ja, doch. Nein. Sie fahren. Ja,
Die können wir gleich. Bei mir. Sollen wir die Polizei dazu rufen? Ja. Gut, dann machen wir das. Das ist ja kein Problem. Ja, also Sie möchten wirklich ein Hausverbot, schriftliches Hausverbot mit Polizei oder möchten nur Sie einfach gehen? Also ich würde Sie bitten, einfach zu gehen. Ich fahre weg. Ja, aber bitte nicht in die Station runter. Doch. Nein, Sie haben keinen Aufenthaltsgrund dort zu sein, Sie haben keine Fahrtabsicht. Nein. Ja? Ja, schönen Abend Ihnen noch. Gehen Sie weiter. Gehen Sie jetzt bitte. Sensorfer, gehen Sie. Nein, Sie gehen jetzt bitte. Sie gehen bitte, sonst kommt die Polizei wirklich. Gehen Sie jetzt bitte. Gehen Sie bitte, ich rufe gleich die Polizei, ja. Gut, dann rufe ich jetzt die Polizei und dann... Ja, das ist Ihre Ansicht. Beleidigungen sind leider täglich Brot bei uns. Tagesordnung, Beleidigung, also das ist ja keine Beleidigung gegen uns direkt oder gegen mich oder gegen meinen Kollegen, das ist einfach nur die Uniform, die Person stört. Privatbild, die uns gar nicht wiederkennen. Und wie Sie sehen, ist die Dame halt wirklich auf Krawall gebürstet, komischerweise heute. Heute ja, gestern war sie friedlich. Ja. Ja. Also... Dieser Zoom. Momentan, sage ich mal, ist es komplett friedlich, aber das kann so schnell umschwenken, also wirklich so von einer Sekunde zur nächsten. Aber momentan geht's. Gucken wir, was jetzt noch kommt. Ne? Aber es kann sehr schnell, ruckzuck, sich ändern. Mhm. Störung? Ja, müssen wir über einen Techniker rufen, die lässt sich nicht anschalten. Okay. Gut. Wir haben jetzt leider, dass wir die Rolltreppe nicht anschalten können, selbstständig. Da müssen wir jetzt wirklich einen Techniker der Östra kommen lassen, die uns dann die Rolltreppe wieder anmacht wegen Sturzgefahr, weil die Treppenversätze größer sind, höher sind als normale Treppen. Und dadurch ist es halt jetzt eine Gefahr für die Fahrgäste. Mhm, dementsprechend rufen wir jetzt in der Leitstelle an, dass die uns einmal einen Techniker schicken, dass die die Rolltreppe wieder einschalten. Jawohl, Ordnungsdienst ist maximal uncooler als Polizei, aber ist trotzdem interessant. Eine Meldung machen, und zwar am Kröpke. Ich komme mir irgendwie so tryhard vor, Chat, vielleicht bilde ich mir das nur ein. Die Rolltreppe KR72A, die hat eine Störung, die kriegen wir nicht wieder an. Könnt ihr da irgendwie einen Techniker irgendwie anfordern? Alles klar, vielen Dank. So, dann haben wir halt hier die Knöpfe. Aha. Und dann wir würden jetzt einfach probieren, die Rolltreppe in die Laufbahn wieder einzuschalten. Aber wie Sie sehen, funktioniert es nicht. Ah. Dementsprechend, oh, jetzt doch. Sehr schön. Magische Finger. Melde dich mal ab. Jawohl. Sorgsame Arbeit vom Ordnungsdienst. Der Herr Wild hat es hinbekommen. Kleine Störungen wie diese sollen immer schnell behoben werden. Hat er denn zuvor versucht, den Knopf überhaupt zu drücken? Auch die in den Bahnen. Jessica Dudek und Jens-Peter Schulze müssen jede Nacht die kleinen Wehwehchen der Bahnen versorgen. Hier auf dem Betriebshof in Döhren stehen 109 Döhren. Von ihnen. Mein Gott. Am nächsten Morgen müssen genug Bahnen einsatzbereit sein. Sinnvoll. Wäre sinnvoll. Das ist das Schlimmste, wenn wir den Wageneinsatz morgen nicht stellen können. Weil wenn die Fahrgäste an der Haltestelle stehen und es soll eine Bahn kommen und es kommt keine, das geht natürlich gar nicht. Rund 20 Bahnen müssen sie jede Nacht reparieren. Hier eine Türstörung. Hier haben wir das Problem, die Tür schließt nicht. Ah, doch. Ernstzunehmende Probleme haben aber die alle. Nur mit leichter Verzögerung. Ah, okay. Und ein bisschen stockend. Irgendwie sieht das interessant aus, Jay. Ich habe sowas noch nie gesehen. Im Fancy Türen so. Im Betrieb kann das zu Verspätungen führen. Vielleicht auf Verdacht einfach mal das Türsteuergerät tauschen. Ja. Oder? Könnte man machen. Soll ich mal eins holen? Ja. Das Türsteuergerät regelt das Öffnen und Schließen. Jetzt willst du es erstmal nur provisorisch anschließen, ne? Das läuft ja sowieso. Schöner Sound. Jens, hier.
So, neues Türsteuergerät ist drin. Oh. Ja. Achs am Steuergerät. Ist alles gut. Gut. Sehr schön. Gut, dass wir immer alle Teile auf Lager haben. Keine 20 Minuten hat die Reparatur gedauert. Perfekt im Zeitplan. Größere Schäden wie nach Unfällen werden tagsüber behoben. Alles klar. Jo, danke schön. Tschüss. Ja, es, bei uns ist in der Farnweiler Straße ist ein illegales Autorennen gewesen. Oh. Und da hat sich wohl ein Auto irgendwie überschlagen oder irgend sowas und liegt im Gleis. Und jetzt kommt unsere Bahn da nicht weiter. Da braucht unser Hofdienst, der ist da drüben ansässig. Die brauchen jetzt ein paar Ersatzfahrzeuge von uns. Für solche Notfälle halten sich auf dem Betriebshof zwei Ersatzfahrer bereit. 500. Ist hier dran. 554. Also hier hinten. Jessica und Jörg müssen jetzt Beweise sicherstellen. Die Östra. Das ist ein verrückter Name. In einer Bahn wurde eine Schlägerei aufgezeichnet. Heute Nacht müssen sie die Videoaufnahmen sichern. Das eilt, denn nach 24 Stunden werden die Aufzeichnungen in den Bahnen automatisch überspielt. Was? Also wenn eine Schlägerei eine Bahn anfängt, legt auch noch Feuer, dann ist alles safe. Das ist die Festplatte von der Videoanlage. Die Bahn hat hier oben Kameras durch die ganze Bahn durch. Und da wurde der Vorfall jetzt aufgezeichnet. Wir tauschen jetzt nur die Festplatte aus und schicken das zur Rechtsabteilung. Wir können die selbst nicht auslesen. Das darf auch nur. Oder versteckt die Bahn für 24 Stunden. Echt mal. Ist das eine gute Idee? Die Rechtsabteilung machen. Was da passiert? Da gab es eine Schlägerei mit schwerer Körperverletzung und. Steig einfach nicht aus. Lass sie immer weiterfahren. 24 Stunden lang. Will die Polizei jetzt den Täter dadurch eventuell stellen? Einfach Festplatte mitnehmen? Jo. Ich weiß immer genau, wo ich nach der Festplatte suchen muss. Das Material ist gesichert und geht jetzt zur Polizei. Zurück am Kröpke bei Florian Hille. Kröpke? Wegen eines Rettungswageneinsatzes auf der Linie 4. Jetzt kann mir jemand sagen, was ich über Kröpke wissen muss in Hannover? Muss er noch auf Fahrgäste scheint viel warten, los zu sein, die da? Hier umsteigen. Er selbst hat auch schon mehrere Schlägereien erlebt. So ist dann immer nicht schön. Labyrinth. Da macht man das halt eben auch so als Fahrer, dass man halt eben eingreift, indem man verbal eingreift. Ich stelle mich dann in die Ruhe und sage, hey, hört auf damit, da. Lass den Mann in Ruhe. Aber man will sich ja auch nicht unbedingt selber direkt in die Gefahr bringen, wenn das mehrere sind. Und das waren halt eben vier Leute auf einen Einzelnen. Endlich soll es losgehen. Wir haben gerade eine Linie 4, die ist jetzt gerade angekommen. Wir fahren um 0.53 Uhr los. Welchen Bus müssen Sie denn bekommen? Den 480er. Langhagen-Zentrum. Langhagen-Zentrum. Dann halte ich den auch. 480er, wo fährt der hin? Der fährt nach Engelbössel-Kirchstraße, ich muss Schulenburg-Ausstraße. Okay, alles klar. Okay, danke. Man kann um Verbindungen bitten beim Fahrer? Wow. Habe ich noch. Wow. Kann man das nur, wenn die Bahn spät ist oder der Bus spät ist oder kann man das immer? Danke. Ich habe mal mit dem Busfahrer gesprochen, da war ich glaube ich 14 oder so. Ich wollte ihn irgendwas fragen und er meinte so, nicht mit dem Busfahrer sprechen. Da habe ich nie wieder mit dem Busfahrer gesprochen seither. Aber ein Arsch übrigens, der Typ. 1-1, kannst du einmal den Bus aufhalten? Ja, okay, die Kamera, hübsches Mädel. Ich weiß nicht, Chat, wollen wir uns nicht darauf beschränken, aber ich glaube... Allein deswegen, weil das quasi für die Ewigkeit festgehalten wird, hilft der extra doll, ne? Wir haben Zentrum 480er und der Fahrgäste möchte gerne mit dem Mitfahren kommen. Ja, wir werden die Busse informieren. Weiter geht es mit über 7 Minuten Verspätung. Ah, sie hat Verspätung, vielleicht deswegen die Verbindung.
oder die Bitte um die Verbindung? Also die 7 Minuten Verspätung, die ich jetzt da drauf habe, die versuche ich halt während der Fahrt ein bisschen zu minimieren. Das heißt, ich nutze die maximale Höchstgeschwindigkeit, die ich auf der Strecke fahren kann, halt eben auch aus. Wie viel ist das? Ich versuche den Haltestellen so kurz wie möglich zu halten. Und den Rest gleiche ich halt kriminell, das nicht zu sagen. Zeit, die ich dann an dem Endpunkt habe, wieder aus. Seine Pause am Endpunkt ist dann etwas kürzer. Das ist voll fein. Das ist fies, Jet. Das ist fies. Seine Pause kürzer, nur weil irgendjemand anders die Bahn aufgehalten hat? Wieder am Kröpke. Ein Einsatz für den Sicherheitsdienst. Drogenkonsumenten in einem Treppeneingang zur Station. Also fährt er maximal 60. Oh, oh. Einmal den Bereich verlassen, Platz räumen und nicht wiederkommen, bitte. Verpiss dich instant alles. Stefan Wild gibt der Konsumentin hier Zeit, die Drogen zu nehmen. Sonst könnte die Situation eskalieren. Und nach oben raus, bitte. Bleiben dürfen sie aber nicht. Jeder Zweite aus der Szene habe ein Messer dabei, sagen sie. Damit reinigen sie ihre Utensilien. Crackpfeifen zum Beispiel. Da liegt noch einer. Hallo? Wach mal auf. Mach mal Augen auf. Ja? Mach mal bitte nach draußen. Nee, bitte raus. Den Bereich verlassen. Jetzt weiß ich, was mit Kröpke und Herr Drogenbrennpunkt gemeint ist. Unter dem Arm ein Messer. Komm, aufstehen. Messer. Alles gut. Hast du? Habt ihr? Gut, aufstehen, aufstehen. Ich schlage. Eieiei. Zieh deinen Schuh richtig an und geh bitte. Und nicht wiederkommen. Weiter, weiter, weiter bitte. Hey, scheiße, Mann. Gerade immer noch gepennt und jetzt ist er wieder draußen. 10 Kröpke. Alles klar, Schlägerei, Kröpke, Hauptverteiler. Jetzt schon was los da. Vielleicht soll man nach Kröpke fahren. Das Messer hat er nicht wiederbekommen, oder? Ne, ist jetzt weg. Gehört jetzt der Allgemeinheit. Eieiei. Das ist mal ein Action-Shot. Hier sollte sie sein. Die Schlägerei. Aber im ersten Moment nichts. Nur typische Kleidungsfetzen am Boden. Zurück bei Stadtbahnfahrer Florian Hille. Ein rotes Signal. Wieder die Leitstelle. Ah! 1.21 hört kommen. Da ist irgendwie so ein E-Tretroller liegen. Da ist der Kollege schon rübergefahren. Die Protec wird da gleich eine Tunnelbegehung durchführen und dieses Teil bergen. Vielleicht kannst du mir mal sagen, auf welcher Höhe das genau liegt. 1.21, ich habe verstanden. Sobald das Signal in Fahrt kommt, setze ich meine Fahrt auf Sicht fort und guck mal im Gegengleis, wo der E-Roller dort liegt und sag dir dann Bescheid kommen. Ja, danke. Ja, es geht darum, dass wohl irgendwer hier einen E-Roller ins Gleis geworfen hat und der Kollege davor soll wohl schon drüber gefahren sein. E-Roller auf dem Gleis. Okay. Irgendwo auf der Strecke. Und da liegt er auch schon, da links. Jo. Ja, natürlich ist das eine Gefahr. Vor allem, es kann er eben Fahrzeuge bestätigen, beziehungsweise hier auch die... Ich habe mein einziger IL-Freund, Chat, lebt quasi in Eigentumswohnung noch zusammen mit seinen Eltern. Und der erzählt immer, dass quasi, wenn in der Straße, wo die Eigentümer leben, ein E-Roller steht, dann gibt es immer irgendeinen Nachbarn, der dann nachts hingeht, die E-Roller nimmt und auf die Hauptstraße schmeißt. Auf so einen großen Haufen. Okay. Gleismagneten abreißen. Habt ihr schon mal einen E-Roller an einem ungewöhnlichen Ort gesehen, Chat? Und sowas, dass halt eben dann ich habe mal einen rein gesehen, in Köln. Laufen. Das schwamm wenn da. Wenn er sich halt eben ganz doof verkeilt, kann es ja im schlimmsten Fall wirklich zu einer Entgleisung führen. So, jetzt muss ich einmal die Leitstelle wieder anfunken und sagen... Der Spray, ja, da warte ich auch ein paar Roller, sind wir ehrlich. Auf einem Baum.
1.21, der Ruder liegt genau am Ende des Tunnels, sobald man halt eben wieder, sag ich mal, Himmel über dem Kopf hat. Irrener Turm. Ausstieg links. Exit left. Wir haben schon alles Mögliche im Gleis gehabt, von Fernseher, Fahrrädern, jetzt E-Scootern, Abstellbarken. Also man findet alles Mögliche im Gleis und es ist halt eben lästig, ja. Das ist doof, da. Aber aufregen würde ich mich darüber jetzt nicht, weil das ist, bringt einem halt eben nichts. Doch, das ist wahr. Zurück am Tatort der Schlägerei. Wo soll das denn sein? Keine Schlägerei. Enttäuschung macht sich breit. Hallo. Bleiben Sie mal bitte kurz stehen. Alles gut? Was passiert? Ich bin besoffen. Was ist passiert? Weiß ich nicht. Sind Sie verletzt? Ist Ihnen irgendwas passiert? Ja. Was haben Sie denn? Alter, Sie haben mich geschlagen. Warum? Weiß ich nicht. Fehlt Ihnen irgendwas? Wurden Sie ausgeraubt? Wir haben auch. Hä? Wurden Sie ausgeraubt? Ja, absolut. Das macht mich aggressiv, wenn ich sehe, wie er versucht, in den Ärmel reinzukommen von seiner Jacke, Alter. Was ist hier los? Alter. Warten Sie mal, Hand weg. Haben Sie keinen Blutcheck, keine Sorge? Ja, okay, leichte Kratzspuren, aber keine offene Wunde. Ja, aber keine Wunde. Gut. Oh, er hat den Arm drin, nice. Wo sind die anderen hin? Die anderen, wo sind sie? In die Richtung sind die gerannt? Weiß ich nicht. Ihr habt gesehen. Nicht, ich weiß nicht. Nee, leider nicht. Wir haben nur noch sie gesehen. Das ist ja, deswegen fragen wir ja. Ja, ihr habt mich verbunden. Aber wir haben hier Kameraüberwachung in den Stationen. Wenn Sie jetzt eine Anzeige machen möchten gegen Unbekannt und das Daten... Ach komm schon, das ist nicht mein Ding, Alter. Gut, dann können wir Ihnen leider auch nicht weiterhelfen. Kurz vor 6 Uhr morgens. Ende einer Nachtschicht bei der Stadtbahn Hannover. Man weiß nie, wann es hier knallt. Es kann zu jeder Sekunde hier knallen. Die haben alles mit dabei, also Messer, Spritzen. Da muss man wirklich auf Hut sein. Und wie gesagt, wenn da jetzt einer hier rumschreit oder hinterher rennt, dann gehen natürlich sofort die Sonnen an. Und man guckt halt, was passiert. Ne? Weil es gab viele Situationen hier, wo Leute hier, sag ich mal, abgestochen worden sind oder was auch immer. Ne? Im Endeffekt darf die Security nichts machen, ja. Die dürfen da weder quasi sich prügeln, noch irgendjemanden festnehmen, noch irgendjemanden festhalten. Aber das zumindest sind sie da für den Fall, dass... Also ich würde sagen, wenn Gefahrenverzug ist, dürfen die helfen, oder? Wenn die zum Beispiel sehen, dass da, keine Ahnung, irgendein Mädel gerade einen auf die Schnauze bekommt. Das liegt am Boden, schreit, keine Ahnung. Können die den Typen festhalten? Ich denke schon, oder? Aber erst, wenn was passiert, glaube ich. Generell wurden hier auch schon angegriffen mit Messer. Darf jeder. Dürftest auch du machen, ne? Nur so nebenbei. Gut, okay. Eine Axt, das war mein Highlight hier. Ich wurde mit so einer Axt hier angegriffen. Ja, du bist meine Vergarte nach Hause und ich deine in dem Sinne, ne? Genau. Das gegenseitige Absichern ist wirklich hier notwendig, um heile wieder nach Hause zu kommen. Und man muss sich halt sich auch immer auf seinen Streifenpartner verlassen können, ne? Zu 100%. Nicht 80, nicht 90. Das steht vom Polizeiwagen und erzählt vom Streifenkollegen. Oder was hat er erzählt? Wirklich hier notwendig, um heile wieder nach Hause zu kommen. Und man muss sich halt sich auch immer auf seinen Streifenpartner verlassen können. Ne? Zu 100%. Nicht, das ist schon, ich habe Wannabe-Polizei-Vibes gerade. 80, nicht 90, zu 100%. Fazit: Schläfer in der Bahn, Drogenabhängige im Treppeneingang, ein Mann im Gleisbett. Eine der ruhigeren Nächte, sagen sie. Ah, da kommt wirklich eine Helfer. Nette kleine Doku-Chat.